Auch dieses Jahr präsentieren sich wieder regionale Künstler im Burghausener Klostermuseum. Ariane Zuber aus Bad Karlshafen zeigt ihre Ausstellung Zwischen Tag und Traum. Ihre teils magischen, mystischen, aber auf alle Fälle auch märchenhaften Bilder wirken uns irgendwie vertraut. Viele kleine Details warten auf ihre Entdeckung. Kommen Sie mit, wir gucken. Wir beginnen unseren Besuch im Klostermuseum erstmal mit einem kleinen Überblick. Hier ein Modell des Klosterturms, gefertigt von dem Burghausener Künstler Helmut Mander. Hier der Klosterturm mit den Augen der Künstlerin Ariane Zuber. Heute ist von dem Klosterturm gar nichts mehr erhalten. Nur ein kleiner Grashügel deutet den Sockel an. Schauen Sie mal, wie viel Symbolik in diesem Bild versteckt ist.
Das Bild trägt den Titel Die Bramburg, aber der Turm auf dem Schreckensberg bei Zierenberg sieht ganz genauso aus. Ein ähnliches Motiv findet sich auch auf dem Hasumer Berg. Am Klosterteich steht ein einsamer Baum, das könnte bei Vollmond fast genauso aussehen. Das Bild hat für mich fast einen dreidimensionalen Charakter. Ich musste es mir deshalb mal ganz genau und aus der Nähe ansehen.
Hier endet der erste Teil unseres Rundgangs. Gleich geht es die Treppe hoch und wir gucken uns im nächsten Video die Bilder in der oberen Etage an.